darf ich vorstellen, Nadine Wallner aus Klösterli am Arlberg, 28 Jahre alt, Profi, Freeskierin, auch sehr passionierte Alpinistin, doppelte Weltmeisterin und riesengroßer Arlberg-Fan, so wie ihr. Ja, neben mir da die Lorraine Huber aus Lech, 37 Jahre alt, frisch gebackene Freeride World Tour Weltmeisterin. Lorraine, zeigst du? Ich habe mit dem Hanno Markowitz einen Film gemacht am Alltag. Wir haben in Zürich und in Stuben gefilmt. Es geht in einer sehr künstlerischen Richtung, so wie unsere bisherigen Filme. Es wird in Schwarz-Weiß sein und es geht um Kulturlandschaften und dieses Zusammenspiel vom Skifahren mit Kulturlandschaften. Es geht eigentlich auch darum, unseren Sport, Skifahren und die Berg zu transportieren. Mhm. Also diese Leidenschaft, was das ausmacht, zu transportieren, glaube ich. Mhm. Klingt spannend. Ja. Freue mich. Ich freue mich auch. Bei meinem Film ist es mehr so, da hat jeder noch eine freie Interpretationswahl, was er daraus ziehen will. Im Großen und Ganzen ist schon so ein bisschen ein kritischer Anstoß an die Szene, glaube ich. Also nach dem Prinzip, so wie die Filmbeschreibung auch sieht, Klassiker hin oder her, mir wurscht. Das schaut geil aus. Wie ist es? Hey Nadine! Nadine! Hey, Nadine! Schau mal, das ist echt wie groß. Ha? Ja, so, und jetzt her da mit dem Gameboy. Wir müssen einfach schauen, dass wir mehr Zimmer kommen, glaube ich. Mhm. Oder es ist die Mädels, die auf dem Level fahren, sind, die gibt es auf jeden Fall, aber die sind ziemlich verteilt auf dem Globus, sehe ich jetzt einmal. Und solche Bewerbe wie die Events bei der Free World Tour erlauben uns eigentlich Zimmer zu kommen und uns auch gegenseitig zu pushen. So entwickelt sich das Niveau dann einfach natürlicherweise weiter. Ich versuche auch andere Frauen immer zu animieren, dass sie sich interessieren für die weiblichen Athleten. Wir sehen uns beim St. Anton Filmfest. Schaut ein paar gute Filme. Kommt vorbei. Trinkt Bier mit uns. Jetzt können wir ein bisschen quatschen. Bis bald. Bis bald. Ciao. Servus und goodbye.